Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enigmatis 3, der Schatten von Kalkala. Und ich möchte heute das Bonuskapitel mit euch spielen: Blut im Schnee. Ich wünsche euch viel Spaß. About 20 minutes? Because Jim's in the monastery, and the rest of them went to the other side to work, and Fang is here, so I was thinking... Girls' night, with two of my favorite peeps. Yeah, Fang drew you a pic. Did you hear that? Jen, something happened in the monastery. I'm going. That sounded bad. Und wir sind wieder mittendrin. Wir schauen einmal rein ins Cockpit. Erstmal alles, was wir brauchen, um einen Verband anzulegen. Desinfektionsmittel, Schere, Bandage. Und dann schauen wir vor. Das können wir mit der Schere durchschneiden. Dann ist der Weg zumindest frei rauf zum Kloster. Oh no! He looks badly hurt. It looks like he managed to come all the way from there. Schau mal gleich mal hin. Hey, I'm getting close to the monastery. What's going on in there? Jim is wounded. His leg is in bad shape. You could use that lift to get him down to me, but you need to take care of his leg first. Schau mal sich zuerst mal sein Bein an. Desinfektionsmittel. Bandage. Only the artifact can stop him. Wir schauen einmal vor. Dann nehmen wir okay, I'm here. Den Eispickel mit. Gehen wir zurück ins Kloster. Zum Portal. Den Weg müssen wir uns freimachen mit Eispickel. Wir kriegen aber auch gleichzeitig noch einen Gurt dazu. Dann haben wir auch schon das nächste Wimmelbildspiel vor uns. Wir müssen die Gurt, also die Trageteile hier finden. Da haben wir hier mal das erste. So, trage. Dann gehen wir noch vor zum Portal. Zum Generator her. Da haben wir da einen Schlüssel. Schauen uns die Steckdose genauer an. Da ist der Gurt kaputt. Dann gehen wir wieder zurück. Hier am Boden liegt ein Walkie-Talkie. Dann nehmen wir die Batterie raus. Und dann können wir den Guten runterschicken. Das heißt, wir legen ihn auf die Trage. Schnallen ihn fest. Jenny? Jenny, I'm ready to send him down to you. Alright, let's do it. Das nehmen wir. I've got him. I'll take him down to the village and see if we can get transport from there. I'm gonna stay here and figure out what happened. It feels weird. Schauen wir sich genauer an. Erstaunlich, diese fluoreszierenden Symbole könnten übereinstimmen. Das Band nehmen wir mit. Das braucht man nicht mehr. Können wir zum Generator zurückgehen? Vor zum Portal. Und da fügen wir das Band ein. Dann können wir vorgehen.
Batterie sind leer. Gut. Schauen wir sich den Boden hier mal genauer an. Ich wette, die Symbole stimmen mit denen in Jims Schatulle im Lager überein. Batterie Nummer 2. Hier brauchen wir wieder unseren Eispickel. Dann haben wir die Schatulle. Jetzt können wir wieder vorgehen zu der Kamera. Wir haben jetzt beide Batterien. So, die haben wir sich eh schon angeschaut, was passiert ist. Jetzt brauchen wir das UV-Spray. Und dann müssen wir schnell ein Foto machen, bevor das wieder weg ist. Yes, I got it. The symbols from the wall seem to match those on the box. Unfortunately, they're incomplete. However, if Jim is right, I can find the missing part in his box in the camp. Hey, we're still on our way. Jim's fine, but he's still unconscious. How long will it take to get him to the hospital? If we can get transport down at the village, we should be at the hospital by tomorrow morning. BB, what the hell happened? I'm still not sure. I still need to go back to camp and piece everything together. Hello? Jenny? Hello? Gut, wir gehen zurück zum Lager. Fang! There's a face I like to see. Schauen uns mal ein bisschen heraus um. Gehen zum Zelt. Huh? What's wrong, Fang? Jims Eigentum. Wir arbeiten an der zweiten Ausgrabungsstelle. Das ist kaputt. Das heißt, dafür brauchen wir einen Code. Gut. Listen, I've got a bad feeling. Do you have somewhere safe to go? If you see anything suspicious, I want you to go and hide there at once, okay? Wir gehen zum Ofen. Da kriegen wir noch eine Pinzette. Gehen wir. Da haben wir noch ein Foto. Jims Ausgrabung 2008. Gehen vor ins Labor. Dann kriegen wir ein Klebeband. Die Kamera können wir schon mal da hinten anschließen. Das Papier mit der Pinzette vorholen. Okay, das dürfen wir erst nachher raus. Der Druck ist auf jeden Fall mal kaputt. Wir nehmen das Talkum. Nehmen jetzt von allen Tassen Fingerabdrücke. Wir brauchen ja den Code für die Schatulle. Und wir haben ja sonst nichts zu tun, als von Tasse zu Tasse zu laufen. Und jetzt probieren wir mal alle durch. So, der erste war es gleich mal. Unglaublich! Nach dem Gebrauch von UV-Spray wurde auf dem Relief ein geheimes Symbol offenbart. Wo ist der andere Teil? Den nehmen wir mit. Dann schauen wir raus vors Zelt. Links zu der Kiste, ja? Mit dem Hammer können wir die jetzt öffnen. Dann haben wir das Ersatzteil für den Drucker. Gehen wieder rein. Reparieren erstmal den Drucker. Jetzt können wir das Papier einlegen. Ah, oben. Mein Gott, oben gehört es rein. So, drucken. Und dann können wir die Schatulle zusammenbauen. Jetzt müssen wir das nur noch richtig drehen, das passt. Hintergrundmusik haben wir auch schöne.
So soll das Ganze dann ausschauen. Lass doch noch einen kurzen Augenblick. Und dann drücken wir in der Mitte drauf. Dämonen, die eine weiße Gestalt angreifen. Hm? What's going on? Where is Fang? Oh no. It looks like somebody kidnapped her and took the figurine. Oh my head. I think I had some painkillers in my tent. Wir gehen raus. Links haben wir das nächste Wimmelbildspiel. Wir brauchen Schmerzmittel, Nagelknipse, Wollsocken, Thriller. Das war die Zeichnung. Lippenstift, Wattepads, Kopfhörer. Painkillers sind hier. Schaut aus wie in der Long Dark. Ohrringe, Linse, Uhr. Ohrringe, Linse. Notizbuch und Uhr. Das ist der Comic. Notizbuch, wo bist du? Und Uhr auch. Jetzt stehe ich am Schlauch, aber so richtig. Die Uhr ist hier hinten. Wo hat sich das Notizbuch verkrochen? Das sind die Fotos. Ah, wo bist du? Bin ich blind? Zahnbürste. Wollmütze, Zahnbürste. Da ist es, nimm den Fotos. Alles klar. Auf jeden Fall haben wir jetzt auf jeden Fall Schmerzmittel. Schmeißen wir uns jetzt rein. Oh gosh. I need to do something. This blurred vision. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss.